angefangen hat alles mit einem Anruf, nämlich von dieser Person hier, das ist Aditya Patnaik. Eigentlich hätten sie jetzt auch noch so einen Anrufsound dazu hören sollen, aber das hat jetzt natürlich nicht funktioniert, aber der Rest wird soweit klappen. Mein Name ist Matthias und ich werde Ihnen jetzt präsentieren, wie es zu unserem Projekt gekommen ist. Aditya hat uns angerufen und uns eben ein Projekt vorgeschlagen mit EWB. Durch verschiedene Projekte von EWB ist er eben auf EWB aufmerksam geworden und hat sich deshalb an uns gewandt. Er hat selbst eine eigene Hilfsorganisation in Indien, ACM, Antyodaya Chetana Mandal, die vor allem medizinische Versorgung bei den Adivasi leistet. Um eben unser Projekt durchführen zu können, wollten wir uns halt auch noch etwas genauer über informieren. Wir wussten überhaupt nichts über Adivasi und auch über Adityas Hilfsorganisation. Und deswegen möchten wir das jetzt mit Ihnen kurz machen. Genau. Die Adivasi, das ist die indigene Bevölkerung von Indien. Also es gibt die Sammelbezeichnung, Adivasi steht für verschiedene Stammesgruppen, die in der Regel von der Regierung vernachlässigt sind und in relativ einfachen Verhältnissen leben. Also zum Beispiel durch Reisanbau oder durch Viehwirtschaft. Viele auch ohne Stromversorgung oder ohne funktionierende Wasserversorgung. Und dadurch haben sich viele Hilfsorganisationen in Indien gebildet, die eben dem entgegenwirken möchten. Eine dieser Hilfsorganisationen ist beispielsweise ACM. ACM wurde gegründet 1981 und eben von Aditya, den Sie gerade eben auf der ersten Folie schon gesehen haben. Und der Hauptaugenmerk oder der Hauptfokus von ACM besteht darin, in verschiedenen Stämmen medizinische Versorgung zu leisten. Unter anderem ist ACM auch in Kaptipada, hier im Bundesstaat Odisha tätig, wo auch letztlich unser Projekt angesiedelt ist. ACM führt neben der medizinischen Versorgung von einzelnen Adivasi-Stämmen auch Seminare durch, um die zum Beispiel über Rechte und so weiter aufzuklären. Das Prestigeprojekt von ACM ist sicherlich die Augenklinik, die in Bastar ansässig ist, wo der graue Star zum Beispiel durch eine relativ einfache Operation geheilt werden kann. Was ACM in der Regel nicht macht oder nur in sehr kleineren Projekten, ist Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, also letztlich ingenieurstätige Sachen, um die Leute dort in Technologie zu unterstützen. Und das war auch der Hauptgrund, warum ACM einen weiteren Projektpartner gesucht hat. Unsere Hauptansprechpartner von ACM sind einerseits Aditya, den Sie hier wiedersehen, er ist eben eine sehr wichtige Figur. Und er ist der Gründer von ACM und auch schon die ganze Zeit der Leiter von ACM. Wenn wir in Deutschland irgendwelche Fragen haben, dann wenden wir uns in erster Linie an Aditya. Eine weitere wichtige Person von ACM ist Pitamba. Pitamba ist der Chef des Außenpostens, bei dem wir dann letztlich tätig sind und der uns dann, wenn es um den Kontakt mit den Dorfbewohnern letztlich geht, unterstützt. So, also jetzt haben wir uns ein bisschen informiert über ACM, über die Adivasi. Wir wissen auch, dass wir das Projekt annehmen möchten. Was wir allerdings noch nicht wissen, ist, wie unser Projekt jetzt genau aussehen wird. Und wie macht man das in der heutigen Zeit? Da macht man sich natürlich als Student eine To-Do-Liste und da steht dann Folgendes drauf. Was wir jetzt machen müssen, ist ein Dorf finden, wo wir ein Projekt durchführen können. Das ist einerseits, es soll halt irgendeins sein, was benachteiligt ist, dem wir helfen können. Was wir aber allerdings auch, worauf wir Acht geben müssen, ist, dass wir mit den Dorfbewohnern reden, dass wir auch tatsächlich was für die Dorfbewohner machen, was die Dorfbewohner auch tatsächlich haben wollen. Weil es hilft niemandem was, wenn wir irgendwas hinbauen, das allerdings danach nicht mehr genutzt werden kann oder die Dorfbewohner es eben nicht akzeptieren. Das heißt, unsere Idee war, dass wir Vertrauen aufbauen wollen, dass wir mit den Leuten reden und dass wir dadurch rausfinden und ein gemeinsames Projekt durchführen können. Also diese Vertrauensbasis schaffen und Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließen. Genau. Dadurch hat sich dann letztlich im Januar 2015 unsere erste Reisegruppe gebildet, die dann auch nach Indien geflogen ist. Das sind einmal Johannes, Dominik, Anna und ich. Und wir sind eben mit dieser To-Do-Liste nach Kolkata geflogen. In Kolkata haben wir einen Zug genommen, sind dann weiter nach Bastar gefahren und haben dort zum allerersten Mal, also wir persönlich zum allerersten Mal Aditya kennengelernt und auch Pitamba, haben in Bastar, wo auch der Hauptcampus von ACM ist, zusammen mit ACM unsere weitere Reiseplanung durchgeführt.
dann war relativ bald klar, dass wir eben nach Captipata fahren werden und dass wir dort ein Dorf besichtigen werden, nämlich das Dorf Hudisai, und dass wir dort in diesem Dorf unser Projekt wahrscheinlich durchführen können. Wir haben uns dann verschiedene Konzepte überlegt, weil wir eben damit gerechnet haben, dass es auf Energieversorgung rauslaufen wird, weil das Dorf nämlich keinerlei Stromversorgung hat. Wir sind dann letztlich auch in Hudisai sehr nett empfangen worden. Also wir dachten eigentlich, dass da sehr viel von uns nötig sein wird, um Vertrauen aufzubauen, aber dadurch, dass ACM uns auch schon angekündigt hatte, war das alles sehr, sehr einfach und die Dorfbewohner haben uns auch sehr schnell ins Herz geschlossen und uns viel von ihrer Kultur auch gezeigt. Also zum Beispiel war da in dem Moment gerade der Reisanbau zu Ende, sodass wir sozusagen mitschauen durften und mithelfen konnten, wo dann eben beispielsweise hier ein Behältnis für, wo eben Reis drin ist, hergestellt worden ist, was eben dann dafür verwendet wird, um den Reis später zu lagern. Dann hat man uns auch den Dorftanz gezeigt und uns eingeladen, einmal den Dorftanz mit zu tanzen. Das war natürlich eine große Ehre für uns. Das funktioniert so, dass man sich dann eben an den Schultern fasst und dann in so einer Reihe letztlich hier um so einen bestimmten Rhythmus, im Stammesrhythmus, um einen bestimmten Baum oder irgendwie abends, dann kann es auch wohl auch ein Lagerfeuer sein, sich in einem bestimmten Rhythmus bewegt. Und wir haben auch versucht, diesen Rhythmus zu lernen und nach ein paar Versuchen hat das auch ganz gut geklappt. Und dann haben wir eben gemerkt, dadurch, dass das Vertrauen auch relativ schnell da war, konnten wir auch mit unserer eigentlichen Arbeit beginnen. Und zwar haben wir dann unsere Konzepte, die wir uns überlegt hatten, den Dorfbewohnern vorgestellt und präsentiert und eben versucht, mit den Dorfbewohnern zu reden, sie zu fragen, was sie denn am liebsten haben wollen, was ihre wichtigsten Bedürfnisse sind, und haben eben dadurch letztlich unser Projekt definieren können. Was wir dadurch herausgefunden haben, was auch für uns eine kleine Überraschung war, dass elektrischer Strom zwar wichtig ist, allerdings nicht das Hauptwichtigste, also nicht das Allerwichtigste für sie. Und zwar, was dort sehr wichtig ist, ist ein gemeinschaftliches Leben, und was dem Dorf fehlt, ist ein zentraler Versammlungsort, wo zum Beispiel Dorfversammlungen durchgeführt werden können, wo beispielsweise auch Reisernten durchgeführt werden können, also wo die Reisernte gelagert werden kann, wo Seminare von ACM durchgeführt werden können, wo die Kinder abends lernen können. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass unser Projekt auch dadurch zustande kommen wird, dass wir einen Versammlungsort den Dorfbewohnern geben möchten. Des Weiteren ist uns ist nahegelegt worden, dass es auch mit elektrischer Energie ausgestattet werden sollte, also vor allem um Licht zu erzeugen, denn durch das Licht ist es halt möglich, dass die Kinder dort abends noch lernen können. Vor allem in Zeiten, wo relativ viel Reisanbau notwendig ist, ist es so, dass die Kinder eben mittags auf dem Feld arbeiten müssen und dann bleibt halt abends auch keine Zeit mehr zum Lernen, weil es schon dunkel geworden ist und die Sonne eben den natürlichen Tagesrhythmus beschließt. Und dadurch ist es eben möglich, dass sie auch abends noch lernen können. Als letzten Punkt, den die Dorfbewohner uns noch mit auf den Weg gegeben haben, war, dass sie gerne anders kochen würden, weil so wie sie momentan kochen müssen, über offenen Feuerstellen, mit sehr viel Rußentwicklung und eben in den Lehmhütten, ist es natürlich nicht gesund. Außerdem muss man das Feuerholz noch irgendwie sich beschaffen. Und dadurch sind wir letztlich zu unserer letzten To-Do-Liste gekommen, nämlich zu der Sache, was wir letztlich am Schluss bauen wollen. Und zwar, unsere Idee war dann, ein Gemeindehaus zu bauen, was eben die ganzen Ziele von der Versammlung, also von den Dorfversammlungen, von den Seminaren, die durch ACM abgehalten werden können, vereinigt, dass es auch noch mit elektrischer Energie ausgestattet werden soll, dadurch, dass dann eben die Kinder abends lernen können und dass wir einen relativ einfachen, also technologisch einfachen Ansatz für eine Biogasanlage dort überbringen, sodass die Leute dort anders kochen können und dass sie eben vielleicht auch diese Biogasanlage reproduzieren können. Genau. So, das war es auch schon von meiner Seite aus und vielen Dank, dass Sie so nett zugehört haben, und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend. Dankeschön.